Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sitzen hier in der Loge der Westfalenhalle in Dortmund. Hinter mir die Arena, neben mir Anastasios Hatsiouriadis, der am 25. März hier einen Kampf bestreiten wird. Einen der meist erwarteten Kämpfe des Abends, und zwar gegen Maurice Adolf. Das Duell wird nachgeholt von Dezember. Wir hatten gerade den Black Table zum ersten Mal für dich, dieses Format. Eigentlich ein Format, wo wirklich Tatsachen auf den Tisch gepackt werden, sich auch mal ein bisschen grober verbal angepackt wird und so weiter. Diesmal wurde gar nicht so viel gesprochen, aber die Art und Weise, wie ihr miteinander gesprochen habt, hat irgendwie gezeigt, dass ihr beide heiß seid auf den Kampf, dass ihr beide Biss habt. Das hoffe ich doch. Ja. Dass er auch heiß, genau wie ich, auf den Kampf ist. Ja. Wie hast du das erlebt? Wie hast du Maurice erlebt? Also jetzt vom ganzen Ding her war es ganz cool. Ich habe ihn eigentlich ganz normal erlebt. Also der war ganz entspannt. Er hat mir gezeigt, dass er Bock auf den Kampf hat. Hoffe ich mal auch. Ob er alles umsetzen kann, wird sich dann zeigen. Ja. Jetzt hast du vorhin auch schon, oder ihr beide, habt schon ein bisschen Trailer auch noch gedreht, so ein bisschen hier in der Halle. Du konntest so ein bisschen die Luft schnuppern, leere Arena, das hat auch immer so ein bisschen was Magisches. Wie war das für dich? Ist auch für dich ja die größte Halle bisher. Also ist für mich auch, wie gesagt, die größte Halle. Weil ich glaube, es wird krass, einfach nur krass. Also es ist brutal. Also hier zu kämpfen, wenn das noch voll wird, das wird einiges los. Ja. Jetzt habe ich natürlich in diesem Black Table Ding auch nochmal auf dieser ganzen Übergewichtnummer rumgeritten. Das ist jetzt einfach Teil der Geschichte. Wie froh bist du, im März dieses Thema endlich abhaken zu können und wieder, dass endlich wieder dein Name im Zusammenhang mit etwas genannt wird, für das er vorher auch bekannt war. Gute Kämpfe, Action, K.O.s, Ballern. Weißt du, dafür hatte man, wenn man Tasso gehört hat, hat man ja an sowas gedacht. So, und die letzten Wochen war immer so Tasso, als er der Übergewicht hatte. Wie froh bist du, dass das Thema endlich vorbei ist? Ja, ich sag mal so jetzt, wenn der Kampf stattfindet, das ist am meisten, was mich gerade freue. Und dann, ja, das... Dann wird es zeigen, wie die Leute wieder über mich reden. Ja. Naja, und Maurice ist ja ein Gegner eigentlich, der einen sehr, sehr großen Namen hat. Einfach auch von der Zeit damals sehr, sehr viel in den sozialen Medien stattgefunden hat und so weiter. Das heißt, ein Sieg über den ist natürlich auch ein großer auch was Gutes, ja klar, auch was Gutes. Aber gerade ist eher ein bisschen, dass man sagt, ey, egal wer der ist, wir gehen rein jetzt. Mhm. Wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, egal wer vor mir steht, egal was für ein Angebot ich kriege, ich werde mit dem reingehen und ballern. Und mein Team ist es jetzt so mehr dieses Heiß dran, okay? Er will auch, wie er sagt und wie er so groß redet. Es ist einfach, muss der Tag nur kommen. Da wird auch das Gewicht passen, da wird alles passen. Muss der Tag jetzt nur kommen. Und dann werden die Leute sehen, wer wirklich ballern kann. Ja. Oder wer es wirklich will. Dass das Gewicht passt, das hast du ja selbst nochmal geprüft. Du hast einen Probe-Weight-Cut gemacht. Dass Kämpfer das machen, ist an sich jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, gerade nach so einer Situation vielleicht. Nur du hast es an einem ungewöhnlichen Datum gemacht, nämlich kurz nach dem verpatzten Termin damals, über Weihnachten und Neujahr. Wie war das für dich? Ja, stimmt. Also jeder weiß, glaube ich, von meinen Interviews, dass ich ein guter Esser bin. Habe ich schon oft gesagt. Aber ja, war schlimm, aber war wichtig. Na klar, das hatte Priorität nach dem Kampf, wo ich dann mit meinem Team, meinem Trainer geredet habe und gesagt, okay, wir werden das Gewicht nachholen. Wann? Jetzt. Gleich. Okay. Haben Max Merten angeschrieben, ey, wir werden das Gewicht nachholen. Wie lange haben wir Zeit? Er sagt, ja, 2 Wochen. Passt es? Ja, klar, passt. Okay. Boom. Angefangen, mit dem Gewicht zu machen einfach. Da war es 2 Wochen, gab es für mich kein Silvester, kein Weihnachten, kein Familie essen gehen, wir gehen Geschenke holen. Nein, für mich gab es okay, ich muss jetzt trainieren, mein Gewicht machen. Ich weiß gerade den Kader, ich glaube, am 2.1. war das. Am 2.1. mein Gewicht haben. Mhm. Ja, Respekt auf jeden Fall dafür. Und man hat gesehen, das Gewicht wurde erbracht. Also ein paar Gramm warst du drüber, aber da haben wir gesagt, oder der Matchmaker hat gesagt, ist okay. Und man hat auch gesehen, du hast sehr, sehr ausgezehrt ausgesehen, wie man eben aussieht, wenn man einen Weightcut macht. Ne? Wie weit habt ihr das Spielchen getrieben, nachdem die Kamera dann vorbei war? Du hast natürlich wieder geladen, du hast rehydriert. Hast du dann irgendwann in diesem Zeitraum auch nochmal trainiert, um zu sehen, wie sich's anfühlt für deinen Körper? Oder hast du dich ausgezehrt? Wie hat sich das für dich angefühlt, dieser Cut? Er war hart, ja, aber ich kann sagen, also am Tag habe ich nichts gemacht jetzt am Tag. Nach dem Tag bin ich nach Hause gegangen, habe was gegessen, war dann ein bisschen mein Hund Gassi, also alles ganz entspannt. Und am Mittwoch gleich habe ich dann weiter trainiert, weil 2.1. war ein Dienstag, das weiß ich. Und am Mittwoch hatten wir, war ja alles geschlossen, wegen den Feiertagen, hatten wir Training. Und ich war ganz normal im Training. Und wie lief das? Es lief eigentlich ganz gut, das Training, super. Na klar, ich sag mal, man hat das Cut ein bisschen gespürt, aber sonst habe ich mich super gefühlt. Okay, also das sind ja gute Voraussetzungen ich habe mich super gefühlt. Für den März.
Jetzt hast du mit Maurice einen, wir haben gerade im Black Table schon drüber gesprochen, der lange Zeit einen sehr, sehr eigenen Stil hatte, sehr, sehr seitlich stand, sehr, sehr viel, genau, sehr, sehr kreativ war. Mittlerweile hat der Stil sich ein bisschen geändert. Wir haben ihn beim Training beobachten können, steht jetzt eher klassisch wie so ein Thai-Boxer. Das wird sich alles momentan zeigen. Im Training zeigst du immer bessere Sachen als im Kampf. Also kann mir kein Kämpfer der Welt sagen, dass was du im Training machst, das du 100% hier abrufen kannst. Das kann mir keiner erzählen. Kein Kämpfer, egal wie lange du im Business drin bist. Wie er im Training ist, glaube ich sogar, aber wie er wirklich kämpft, wird sich zeigen. Weil im Kämpfen ist so, das hat mir mein Trainer, Oliver Meyer, mir richtig eingeprägt, jahrelang, dass da kannst du keine Maske anziehen. Im Training kannst du eine Maske anziehen, draußen kannst du eine Maske anziehen, aber da drin zeigt sich, wer du bist oder wie du kämpfst. Das wird sich zeigen dann. Da hatte Oliver Meyer auf jeden Fall recht. Glaubst du, es war eine clevere Entscheidung, eine gute Entscheidung zu sagen, ich stelle meinen Stil um, was er gemacht hat? Also weg von diesem seitlichen, bisschen karatemäßigen hin zum klassischen Thai-Boxen? Ja. Auch das klassische Thai-Boxen würde ich nicht jetzt sagen, ist gut fürs MMA. Aber ja, dass er sein Ziel ist, wenn er es gerne hat, wie er meint oder wie, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, man hat es ja gesehen jetzt gegen Alexander Wiens, dass da die Deckung ein bisschen gefehlt hat. Ja. Aber gut, wie gesagt, Fehler passieren auch bei mir und bei ihm und will ich da nicht schlecht reden darüber jetzt. Deine Strategie wird wahrscheinlich dieselbe sein wie immer, könnte ich mir vorstellen. Reingehen, ballern, Counter schicken. Das wird eine Strategie sein und bei ihm wird es klappen. Ja. Wenn er es wirklich so meint, wie er gesagt hat, dass er gegen mich ballern will. Das ist mein Ass. Wenn er es will, gerne. Aber komm, Body Shock bei mir. Also bitte. Also ich mein Body Shock runtergehe. Das war die Prognose von Maurice Adolf. Wir haben am schwarzen Tisch jeden um die Prognose gebeten. Maurice hat gesagt, es wird ein vorzeitiger Sieg und er holt ihn per Body Shot runter. Das glaubst du nicht? Nein. Ah, das also, fandst du schon ein bisschen frech, merkt man in deinem Gesicht. Ja, an. Also das. Hätte es lieber ein K.O. gesagt, dann hätte ich sogar ja gesagt, kann gut sein, aber Body Shot niemals. Also wie er sagt, also der super Trainingspartner, aber mein Trainingspartner. Ich glaube, man kennt die schon mittlerweile jetzt. Allein schon Christian Jungwirth. Die hauen zu. Die hauen ordentlich zu. Glaubst du, dass es etwas gibt, irgendeinen Bereich gibt, wo er dir tatsächlich gefährlich werden kann? Ich meine, wir sprechen viel über Striking, aber in seinen Kämpfen hat Maurice auch schon Takedowns geholt, hat Leute am Boden gefinisht. Glaubst du, dass es Bereiche gibt, in denen er besonders gefährlich ist? Besonders würde ich jetzt nicht sagen. Er kann überall gefährlich sein. Wie gesagt, habe ich schon mal glaub gesagt, das ist Kampfsport, also jeder kleine Fehler wird zählen und dann kann der Gegner gefährlich sein. Aber ich fürchte mich nirgendwo. Wenn er mit mir den Boden will, gerne. Ringen will er, gerne. Stand-up, gerne. Wo er will. Er hat gesagt, er hat dich schon mental brechen sehen im Kampf gegen Chris Mach, als du im Würger warst. Und er hat auch gesagt, gegen Vetek hast du abgebaut. Was sagst du dazu? Ja, das würde ich nicht so stimmen. Jeder kann den Kampf sehen. Gegen Vetek war einfach da hinten die Luft ein bisschen schlechter. War auch extrem warm am Tag, also warst du auch dabei. Es war sehr warm, ja. Sehr warm, aber ich mental jetzt nicht. Also ich wüsste jetzt, warum ich mich da jetzt, der Vetek mich gebrochen hat. Es sind 3 Runden nach 5 Minuten, man kann den Kampf vollkommen sehen. Ich habe da klar gewonnen. Also in dem Kampf hätte ich das jetzt auch nicht gesehen, sag ich ganz ehrlich. Weil gegen Mach, ja, 3 Runden ich ja dominiert. Habe ich auch schon mal gesagt gegen Mach, glaube ich, im Interview. Da war eine Lehre gegen Mach für mich, aber hey, ich lerne gern dazu. Hey, aus Fehlern lernt man. Man gewinnt oder lernt, heißt es ja. Ja, klar, klar. Und was hast du für Schlüsse aus dem Mach-Ding gezogen? Also er hat am Boden gewonnen gegen dich, ne? Das war, genau. War im Vorfeld auch klar, das ist jetzt nicht die größte Stärke von dir, der Bodenkampf. Was hast du da rausgezogen? Nie wieder tappen. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Der Fehler ist einem passiert. Und das Gefühl danach, das ist auf gar keinen Fall. Beschissener als K.O. zu gehen, ne? Ja, ja. Lieber K.O. gehen, lieber mir die Fresse einschlagen lassen, lieber mir was brechen lassen. Aber das Gefühl wieder zu haben, auf gar keinen Fall. Aber ich bin irgendwie auch froh, dass ich es gehabt habe. Man kann sagen, ja, besser lieber nicht hin und her. Aber ich bin froh, dass ich das Gefühl habe, weil jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Und in diesem Zustand, sag ich mal, diesem mentalen Zustand, will ich nie wieder rein. Nie wieder. Um das zu erarbeiten, sag ich mal, um besser zu werden, musst du mal da reinfliegen. Meiner Sicht nach, vielleicht ist es anders, aber meiner Sicht nach musst du da reinfliegen. Und ich bin da reingeflogen und bin wieder draußen. Und ich kann sagen, die Höhle werde ich nicht wieder aufmachen. Ja, und dir ist es vor allen Dingen in einem Punkt in deiner Karriere passiert, wo es noch nicht so schlimm ist. Weißt du, was ich meine? Wo man ja, sagt, das ging relativ auch alles schnell im Moment. Das war diese NFC Series, genau. Da war alles für mich auch sehr schnell, sag ich mal. Ich habe damit alles nicht so gerechnet, dass ich jetzt reingehe, gewinne, den zweiten Kampf noch, dann noch plötzlich im Halbfinale bin, habe ich damit alles nicht gerechnet. Es kam einfach alles und ich dachte mir, ja, okay, ich lasse auf mich einfach zukommen. Ja.
Deswegen sage ich, also lieber am Anfang der Karriere als ein bisschen später. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir für einen Tasso sehen werden. Und ich bin auch gespannt, was wir für einen Kampf sehen werden. Die Leute haben ja am Strahl gekotzt, als das Ding im Dezember abgesagt wurde, einfach weil sie sich extrem darauf gefreut haben. Und ich glaube, wir haben uns gerade, bevor die Kamera lief, schon drüber unterhalten. Du hast mich gefragt, was glaubst du, oder auf welchen Kampf freue ich mich am meisten, wolltest du wissen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, also ihr seid safe mit da oben in den Top. Ich kann mich schlecht entscheiden. Aber ja, ihr seid definitiv mit dabei. Es ist so eine starke Card mit Max gegen Mert und Holodenko gegen Zendeli und. Warum wird euer Kampf der Showstealer des Abends? Das ist eine gute Frage. Also, ich denke mal, weil wir sind zwei Jungs, die sehr im Stand-Up sind, sehr unterdrückten Stand-Up haben, wenn er noch so kämpft oder sich ändert hat, die sehr aufs Ganze gehen, reingehen, Show machen und Spaß dran haben und beides zeigen es. Also in seinen Kämpfen, jetzt egal, in Niederlage oder Sieg, er hat Spaß dran gehabt, haben wir ihn gesehen. Ich genauso. Und ja, jetzt sind beide sehr heiß drauf, beide wollen ballern. Wie hat er so vorhin schön gesagt, wenn beide nach vorne gehen, prallen die miteinander ab. Aber das Problem ist, wenn zwei Wände miteinander vorne gehen, wird eine Wand fallen. Da hören wir es. Am 25. März wird es soweit sein. Tasso gegen Maurice Adorf. Der Kampf wird endlich stattfinden. Wir haben uns am Black Table auch rückversichern lassen, dass der Kampf auf jeden Fall stattfinden wird, egal was wer wiegt. Wollen wir hoffen, dass es soweit erst gar nicht kommt. Tickets gibt es unter fighting.de/tickets. Anschauen könnt ihr euch das Ganze auch von zu Hause aus als Basic-Mitglied bei Fighting auf YouTube oder im Pay-Per-View auf fighting.de oder auf Sport1. Da wird das Ganze auch übertragen. Die letzten Worte gehören dir, mein Lieber. Kommt alle vorbei am 25. März in der Dortmund-Westhalle Arena. Der wird eine krasse Show sein, eine der besten Veranstaltungen in ganz Deutschland. Also für die Fans, nur vorbeikommen, kann ich sagen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bleibt gesund und haut rein. Ich dachte, 2022 endet bei mir mit meinem Comeback nach fast 3 Jahren. Die Nachricht hat für jede Menge Unmut gesorgt. Anastasios hat das erforderliche Kampfgewicht nicht gebracht. Ich kann mir jetzt keine Gedanken darum machen, ob der sein Gewicht packt. Ich mache mir Gedanken um den Kampf. Den habe ich im Kopf. Da muss der Tag noch kommen. Da wird auch das Gewicht passen, da wird alles passen. Und dann werden die Leute sehen, wer wirklich ballern kann. Die Halle hat so eine Stimmung, als wenn die nur für Kampfsport gemacht ist. Wie so ein Schlachtfeld. Im Kämpfen, da kannst du keine Maske anziehen. Im Training kannst du eine Maske anziehen, draußen kannst du eine Maske anziehen, aber da drin zeigt sich, wer du bist.